So, hallo und herzlich willkommen zurück. Schnell Controller einschalten. Willkommen zurück bei Little Nightmares. Und jetzt schauen wir nochmal, wie wir hier in diesem Verwüstungsraum weiterkommen. Wir haben eine Wurst gemacht. Aber wo bekommen wir die zweite her? Oder je nachdem, wie viele wir brauchen. Wir brauchen jedenfalls mehr Fleisch. Nein, da konnte ich aber letztes Mal noch nicht rein. Hallo? Okay. Oben hängt Fleisch. Müssen wir jetzt irgendwie krallen. Komm runter. So, das haben wir. Frage ist, wie viel Wurst kommt da raus? Ist das hier? Ist das auch Wurst? Also Fleisch. Kann ich das nehmen? Gab es Fleisch? Frage ist, ob das dann schon reicht. Das wieder für den Bug. Oh, ich höre den Koch schon wieder irgendwo. Wo sind wir hier? Wieder so eine Figur. Was die uns auch immer helfen mögen. Ist auch wieder so ein Männchen. Eine Ratte. Kann ich da hoch? Sieht nicht so aus. Kann ich hier noch irgendwas machen? Weiß noch nicht. Ja, jetzt machen wir erstmal ein bisschen mehr Wurst hier. Wenigstens du bist noch da. So. Aber ob das reicht? Jetzt bin ich nicht gesprungen. Ja, komm, verarsch mich. Ja, es könnte reichen. Ja, das sollte reichen. Geschafft. Ja, duck dich. Das ist ein Kühlraum. Ich glaube, das sieht nur so aus. Hier brauche ich wieder einen Schlüssel. Das sieht wieder nach einem Aufzug aus oder sowas. Erschreckt mich noch mal so.
Schau einfach nicht hier unten nach. Oh, Käse. Wo willst du hin? Ich brauche mich hier gar nicht raus. Den Schlüssel haben wir auch noch nicht entdeckt, aber wahrscheinlich ist er im oberen Stockwerk. Jetzt mal so meine Vermutung. Kommt ihr jetzt auch hier hoch? Jo. Oh Mann. Das heißt, hier drin ist wahrscheinlich, ja, am Tisch ist der Schlüssel. Schlüssel holen, runterfahren. Und die Tür öffnen. Au. Hat jetzt nicht sehr appetitlich ausgesehen. Das heißt aber, der müsste irgendwann mal von dem Tisch weggehen, sonst habe ich keine Chance, dass ich mir den Schlüssel krall. Nein. Er hat mich erwischt. Ja, irgendwie so muss schon gehen. Wo soll ich mich dann verstecken? Ich muss doch da hin, oder nicht? Hier sieht er mich. Na, hier sieht er mich. Ich glaube, das sieht gut, aber hören tut er schlecht. Ich glaube, dass wir gar nicht so schleichen brauchen, hoffe ich.
Echt da unten links rein. Oh, jetzt bin ich wieder irgendwo gehangen. Okay, ich glaube, der hat uns jetzt zur Wurst verarbeitet. Ach, ich hänge an der Stelle hier. Ich weiß noch nicht, wie ich an den Schlüssel komme. Es geht mir am Sack. Also leicht geben wir uns noch nicht geschlagen. Müssen hier um einige schneller sein. Er hat sofort wieder ab. Und den fucking Schlüssel. Oh, Gott sei Dank. Bin ich versagt. Ja. Ach, nochmal die Passage. Ach Gott. Das ist wirklich Try and Error. Jetzt wissen wir ungefähr den Weg. Ist gleich viel einfacher, wenn man den richtigen Weg weiß. Aber ich hätte den Schlüssel nicht fallen lassen sollen. Komm dann. Ah, so knapp. Ja, oh, ich hoffe, die Stelle haben wir bald.
Komm einmal hierher. Wir haben es doch schon geschafft gehabt. Ach komm. Es war so knapp. Das haben wir schon wieder zu lang gebraucht, oder? Oh, Gott sei Dank. Dafür ist ein Save Point. Die Stelle doch mach ich nicht nochmal. Hier, das war ein Versehen, aber okay. Aber da ist er schon wieder. Er ist uns sogar... Ach, der eine, der geschlafen hat, war... Ah, das ergibt jetzt alles Sinn. Das sind zwei Köche. Müssen wir wohl hier hoch, will ich mal sagen. Ja, muss der eine jetzt hier abspülen.
Ja, bring den Teller rüber. Hier oben ist wieder ein Schalter, ich weiß nicht, was der tut. Ach, jetzt sieht er unter den Dingen noch. Okay, er haut wieder ab. Hier oben läuft jetzt so ein Haken durch. Eigentlich muss ich jetzt ganz nach links. Wie komme ich an das Hakensystem? Wahrscheinlich irgendwie an den Tellern hoch. Zum Glück bist du also doch nicht so gut sehen, wie ich gemeint habe. Kann hier aber nirgends hoch. Oh oh. Ich verstehe es noch nicht. Runter ist, glaube ich, auch falsch. Kann ich beim Regal hoch? Hier vielleicht? Scheinbar nicht. Oder hier in den Tellern hoch. Yeah.
ich hätte vorher runtergemusst. Ich hab's mir schon gedacht. Oh. Nicht so ein schöner Safe Point. Aber ich war zu langsam. Aber ich glaube, so funktioniert schon. Geschafft. Nicht runterfallen. Das wäre nicht sehr gut. Ach, mit diesem schönen Hintergrundbild, diesem schönen Panorama, wenn man es so nennen kann, möchte ich dann hier mit diesem Part beenden. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Little Nightmares. Also, tschaußen, Leute.